Das mache ich heute noch. Jeden Tag so eine positive Grundbeschallung, anstatt dass ich Radio im Auto habe, läuft dann da halt irgendein Gelaber von irgendjemandem, der über Erfolg erzählt. Und das finde ich auch gut. Das ist so, ja, da ist das Wasser positiv getrübt und nicht negativ. Oh, was waren die ersten Schritte? Ich habe versucht, so viel zu lernen wie möglich und gleichzeitig das umzusetzen. Weil das ist so eine der ersten Theorien, die du lernst, dass wenn du etwas lernst und es gleichzeitig tust, du am besten es verinnerlichst. Und das habe ich sicherlich beherzigt und habe, wie gesagt, viel gelesen. Ich habe auch viele Seminare besucht und so, um einfach so Fachwissen mir anzueignen. Ich habe auch viel gehört, also so Hörbücher gedöns, Podcast gab es ja noch nicht, dass man so eine positive, das mache ich heute noch, jeden Tag so eine positive Grundbeschallung, anstatt dass ich Radio im Auto habe, läuft dann da halt irgendein Gelaber von irgendjemandem, der über Erfolg erzählt. Und das finde ich auch gut, das ist so, ja, da ist das Wasser positiv getrübt und nicht negativ, irgendwie durch Nachrichten oder irgend so einen Unsinn. Manchmal hilft es natürlich, wenn zum Beispiel Lufthansa streikt, das muss ich natürlich wissen. Deswegen ist es praktisch, wenn das manchmal so nach dem Verkehrsfunk dann nochmal kommt. Und das waren so die wichtigsten Schritte. Und dann die ersten praktischen Schritte waren natürlich immer sofort irgendeinen Kunden anrufen. Weil wenn ich nicht irgendeinen Kunden anrufe, dann habe ich kein Geschäft, dann habe ich nur eine Wunschvorstellung. Aber sobald ich jemanden anrufe und sage, das ist mein Angebot, wollen wir da nicht mal drüber reden, in dem Moment kann ich ein Geschäft kreieren. Weil dann vielleicht jeder Dritte oder Vierte sagt, ja, können wir uns mal angucken.